Weiter geht's mit Hearthstone und ist das neue Kartenchaos draußen, was wir uns natürlich anschauen wollen. Crossroads! Nee, doch nicht. So ist das gleiche Bild. Zufall total heißt das. Eine Zufallsbegegnung am Wegekreuzer. Doch, Crossroads. In einem Mana-Sturm. Wählt eine Klasse, erhaltet zufällige Karten, deren Kosten in jedem Zug neu ausgewürfelt werden. Da wäre es natürlich ganz geschickt, wenn ich meine Daily Quests auch erfülle. Zum Beispiel Paladin oder Krieger. Nehmen wir doch den Kriecher. Den Kriecher. Gegen Druiden. Druiden hat natürlich auch mal viele teure Karten. Sieg oder Tod. Man will natürlich mal möglichst teure Karten haben. Zum Beispiel die Schildmaid. Okay. Auch gleich was zum Ausspielen. Bin jetzt mal gespannt. Okay, er muss natürlich gleich noch ein bisschen toppen, weil warum auch nicht? Ich meine, komplett zufällige Gegner, auch zufällige Sachen, auch gar nicht klassenabhängig und so. Ich weiß es nicht. Dr. Boom. Na dann. Ja, hat mich jetzt so Mitte überzeugt, das Ganze. Die schöne Animation, aber wie er darüber guckt. Sparing Partner. Den hatte ich vorhin auch eine Arena mal kurz angeboten bekommen. Hätte ich ihn vielleicht dann doch mal nehmen sollen. Den Doppelspot. Ich habe das irgendwie gar nicht mitbekommen, dass es doppelter Spot ist, sondern nur einfach, habe ich irgendwie gedacht. Ist es aber gar nicht. Ich bin hart im Nehmen. So, ich wehre mich hier noch gegen Dr. Boom. Säurehaltige Schlamm gegen den Druiden. Ah! Für 3 Mana. Alles klar, Mann. Das gehört in ein Museum. Der hat irgendwie. Der hat so ein bisschen gefühlt bessere Karten. Nur so ein bisschen. Gleich kracht. 15, 20. Wir sind jetzt eh schon kaputt. Ja, gut gespielt hast du. Ja. Das sind diese Karten Chaositar, das ist die richtige, das richtige Plural ist. Chaotiken, die so mittelspannend sind. Weil, ja. Man drückt halt so Knöpfe und irgendwas passiert, also mit Taktik hat das nicht so viel zu tun. Ja. Ja. In der ersten Runde in Dr. Boom ist vielleicht ein bisschen unangenehm. Garrosh gegen Valera. Seid auf der Hut. Sieg oder Tod. Ja. Top. Zeit für ein bisschen Blut vergießen. Plündern, Folgen, Brandschatzen. Du musst ein Mensch ein Pirat sein, wenn er solche Sprüche ablässt. Wappnet euch, Schuf!
Mit so einer Waffe, dass ich wenigstens für Inspiration was habe. Er hat aber anscheinend auch nicht die besten Karten damit. Was habe ich denn für Scheißkarten? So, reicht's jetzt mal. Das sind ja alle völlige... Die, vor allem kann man die, das Spalten nur ausspielen, wenn wirklich zwei Diener liegen. Sonst geht das nicht mehr. Man kann es nicht mal ausspielen, wenn nur ein Diener liegt. Aber er hat auch so eine gute Hand. Wir haben beide so, so ein Not gegen Elend-Match hier. Sonderlieferung! Sonderlieferung! Ding Dong! Bitte machen Sie die Tür auf an die Sonderlieferung. Ich rede auch nur noch Quark heute. So nicht zu gebrauchen, der Typ. Ah, ein Edwin. Ich möchte auch mal ein paar Legendaries haben. 1, 2, 3. Ja, das ist auch ein ganz spektakulärer Sieg, den ich hier einfahre. Der nächste fand Cleave geil. Das ist natürlich wieder, das ist wiederum ganz witzig. In der Tat, Map. So. Spektakulär läuft das hier. Peck. Tack. Cool. Ich bleibe erstmal hier hinten. Na, war es das jetzt schon? 9 HP hat er noch. Eine Runde. Ja. Wolf-Senpai, schaut mal rein. Bis jetzt nur auf YouTube vorbeigeschaut und jetzt auch mal beim Stream dabei sein. Ja, herzlich willkommen auf Twitch und beim Stream. Ich hoffe, es macht dir Spaß. Es wird ab und zu mal wieder gefragt durch die Patreon-Kampagne, ob die Videos da nur noch für Patreon-Leute verfügbar sind. Also Twitch und YouTube geht erstmal ganz normal weiter. Das ist halt nur eine Möglichkeit, dass Leute, die es gerne unterstützen wollen und können, das auch machen, damit es das weiter gibt. Weil es ist schon sehr unterschiedlich, wie erfolgreich die Sachen sind. Hearthstone, man merkt, es sind immer wesentlich weniger Zuschauer als zum Beispiel bei Dota. Und irgendwann muss ich sonst halt mal gucken, wenn es mit Patreon nicht klappt, dass ich halt sonst eher nur die... Weil irgendwo muss es ja leider funktionieren. Ist gar nicht so schlecht. Und so gut ist es aber auch nicht. Muss halt irgendwie schauen, dass es sich rechnet und finanziert, so wie es ist. Deswegen... Karten ziehen ist in dem Modus gar nicht schlecht. Hand auflegen überlebe ich auch noch ein bisschen. Naja, auf jeden Fall ist das dafür die Patreon-Kampagne, damit es einfach weitergeht mit den Kanälen, weil sonst ist es nicht
noch nicht ganz funktioniert. Naja, dann kann man einfach schauen, wie es läuft. Vielleicht dann, ja, irgendwie so richtig. Mag das aber auch noch nicht laufen. Melden sich gerade einige im Twitch-Chat noch, die jetzt zum ersten Mal auf Twitch dabei sind, sonst hauptsächlich auf YouTube zuschauen. Ich habe schon ein paar neue Namen im Twitch-Chat gesehen. 9-1. Schade, dass ich einfach nicht mitspielen darf. Bisher. Den ist er losgeworden. Der kriegt jetzt plus 1000 plus 1000. Windzorn auf dem 1-1, na dann. Todesengel fragt hat, wenn meine Kanäle keine 500 zusammenbekommen. Das ist übrigens einzeln gerechnet, pro Kanal, ne? Für Martin spielt, für Dota und für Hearthstone. Wenn es tatsächlich so ist, das ist jetzt nicht morgen der Fall, ich will es nicht so tun, so wie hier schnell Geld bezahlen, sonst ist alles weg und so. Also, jetzt wird es hier kein, das nicht sagen, muss man es nicht übertreiben oder so. Aber tatsächlich ist es so, wenn mittelfristig, sage ich mal, eines der Projekte sozusagen da nicht drankommt. 1-1-1-6-3. Ich guck gerade noch ein bisschen. Ich zieh doch lieber noch ein bisschen Karten, habe ich in den nächsten Runden mehr Möglichkeiten. Die ganzen Murdochs, die ich schon weggegeben habe in dieser Runde. Dann kann es gut sein, dass es halt das entsprechende Projekt irgendwann nicht mehr gibt. Weil das dann anscheinend einfach nicht genug Interesse besteht daran. Das kann aber durchaus passieren. Ich denke mal schon, dass die Chancen gut sind, dass das alles klappen wird und so, aber kann natürlich sein, dass es einfach so läuft, dass dann das auch nicht, dass da kein Interesse da ist. Und dann muss ich halt einfach schauen, wie es dann weitergeht mit den Sachen. Im Moment bin ich aber noch sehr optimistisch, von daher geht das schon. Lass mich nachdenken. So. Befolgt die Regeln. Ich habe wenigstens ein paar Minions rausgebracht. Jemand fragt, ob ich einen Plan zurück zur GameStar oder so habe. Nee. Zur GameStar habe ich jetzt keinen Plan zurückzugehen. Ich hätte ein paar andere Möglichkeiten, sage ich mal, wo ich prinzipiell schon mit Firmen einfach Kontakt hatte und gesprochen und ich denke, gute Aussichten hätte. Das wäre aber alles in anderen Städten. Teilweise war es in Berlin oder in Köln. Und ich bin jetzt prinzipiell nicht so dagegen, jetzt irgendwo anders hinzugehen. Das wäre natürlich ein bisschen schade. Erstmal hätte ich dann natürlich, wenn ich jetzt einen neuen Job gerade anfange, hat man erstmal weniger Zeit für die ganzen YouTube-Sachen. Also das wäre halt schon mal ein bisschen schade, dass natürlich da nicht so viel Zeit bleibt, wenn man in eine neue Stadt zieht und umzieht und einen neuen Job anfängt. Dann müsste ich das sehr einschränken. Auch das, was ich, wenn ich das mal nach Feierabend machen möchte, das wäre das Einzige. Also würde es eine Zeit lang wahrscheinlich erstmal komplett weg sein. Und das Zweite ist natürlich, wenn ich wirklich in eine andere Stadt ziehe, dann muss man sich überlegen, was mit GameTube wird, weil das lebt ja davon, dass wir jetzt das zu viert machen. Von daher, das knicken wir jetzt hier erstmal, weil das ist vorbei. War aber auch wieder eine sensationell spannende Runde. Beide haben wir großartige Karten gezogen. Ich spiele trotzdem noch mit dem Paladin, weil ich auch die Quest dafür habe. Das möchte ich nochmal machen. Ich möchte jetzt auch immer eine coole Runde haben, irgendwas richtig Geiles. Am Anfang irgendwie so eine coole Kombo oder so. Mal schauen, was noch kommt. Irgendwas kriege ich da jetzt mal was Schönes. Also wenn es halt
wenn eins von den drei Projekten keinen Erfolg hat, mittelfristig, ich sag ganz kurzfristig, ist egal, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass sich eins der drei Projekte dann, das was am wenigsten erfolgreich ist oder worauf anscheinend nicht genug Leute irgendwie Interesse haben, dann könnte ich das Weihe. Ach ja. Dann könnte sein, dass das irgendwann nicht mehr gibt. Wäre schade, aber dann ist es halt so. Und das Zweite, wie gesagt, wenn alles drei irgendwann nicht klappt, wenn ich irgendwann merke, okay, es klappt einfach insgesamt nicht, dann muss der Herr Lee mal wieder normal arbeiten gehen. Was jetzt auch nicht so schlimm wäre. Tatsächlich, ich mache das total gern mit dem Streamen. Das ist echt cool, das macht mir Spaß. Und macht mir auch mit euch Spaß. Und ich finde das echt super. Aber ich habe auch mal Spaß an meinen Jobs gehabt. Und es gab auch immer, also das ist der Vorteil natürlich, ich habe es auch mal gern gemocht, dass man da dann, was mir so ein bisschen fehlt tatsächlich, so, dass man ins Büro geht und mit Leuten, das ist so ein Teil, der mir natürlich echt fehlt, so, weil das auch ein netter Teil ist, so, ins Büro zu gehen, die Leute zu treffen und, das fehlt mir ein bisschen, also von daher wäre beides okay. Okay, er pumpte sein Mana Worm gleich auf, bis zum geht nicht mehr. So, jetzt muss ich hier langsam mal schauen, dass ich ein bisschen Board Control zurückbekomme. Das ist mal ein guter Anfang. Gesucht, tot oder lebendig. Gesucht, tot oder lebendig. Das ist gar nicht schlecht, wenn man dann noch so viel dazu kriegt. Jeweils zwei Schaden. So viele Zuschauer. So viele Zuschauer, wie hier bei mir. So viele Zuschauer. Sieg oder Tod. So viele. Wollte ihn noch ein bisschen stärken. Oh, jetzt habe ich auch mal eine Legendary. Bolvar Four Dragon. Okay. Dann Bolvar, pump dich mal ordentlich auf. Aha, aha, aha. Das ist irgendwie ein bisschen ätzend mit denen. Zwei, also noch 5 HP, das bringt mir auch nicht viel. Ich frage mich, ob... Zum Dienst. Ziemlich lame. Bester Sitzplatz aller Zeiten. Mini-Flosse. Der putzige Sound schon. Ja, aber auch diese Runde, der Bolvar ist halt auch irgendwie so ein bisschen eine langweilige Legendary-Karte, leider. Den Bolvar und gesegneter Champion kann man eventuell was machen. Aber... Was soll ich nur tun? Bereit zum Ausritt! Ich weiß nicht, ob ich jemals so weit kommen. 2, 7, 12, 14, 13 damit. Gut gespielt.
richtig für das Angelturnier? Gucken wir mal, ob du richtig bist für das Angelturnier. Zweier. Ist ja auch ziemlich gut. Melde mich zum Dienst. Trying Dutch und Minecraft, weil er sonst eher Dota schaut, dass es nett ist, dass ich hier mehr auf Fragen eingehe und den Chat lesen kann. Ist natürlich richtig. Bei einem Kartenspiel wie Hearthstone ist es natürlich einfacher zu antworten als jetzt bei Dota, wo man sich doch sehr aufs Spiel konzentrieren muss. Von daher, ich will jetzt schon ganz gern irgendwie nochmal erstmal die Daily Quest erfüllen und ich will ganz gern. Ich weiß nicht, ist alles so unspektakulär. Ich ziehe mich die Karten und lege sie aus, aber die sind alle langweilig. Eine Runde versuche ich noch. Aber ehrlich gesagt. Ja. Not a fan. Not a fan. Gegen Malfurion. Ich muss die Wildnis schützen. Tyrion, ja guck. Ehrenhaft kämpfen. Geht doch. Göttliche Gunst kann ganz cool sein, wenn er mal nicht so viel ausspielt. So, ein Mana, Tyrion. Fehler geschehen. Selbst in der Natur. So, jetzt hier wird jede Runde schön so ein Gnoll herbeigerufen. Was kommt jetzt? Ich muss das Land bewachen. Ey, so ein Arsch. Ein schöner Hogger. Hätte er lieber mal den gesilenced. Von daher ist es schon ganz gut, dass er den Hogger gesilenced hat. Wir hätten noch ein Silence. Dann ist hier aber Polen offen. Auch nicht so schlecht. So, betrete das Kolosseum. Möchte ich das Kolosseum betreten? Bin ich ehrlich gesagt gar nicht ganz sicher. Ich würde die beiden killen und ihnen die bleiben übrig. So richtig Geido ist das nicht. Ich frage mich, ob. Lieber mal den Chromago spielen. Die sind vielleicht aber mit Legendaries zugeschissen. Genau, wie Snowita schreit, sollten die den Tyrion um die Ohren hauen. Dem Sack. Echt ein Sack. Aber er hat leider meinen Chromagus zerstört. Der Sack. Trick der Reine. Melde mich zum Dienst. So, sind wir schon auf Face. Nett. Für die Gerechtigkeit. Euch erwartet die ultimative Herausforderung. Warum klingt mir so weinerlich auf Deutsch? Was ist da denn los? Ultimative Herausforderung. Oh. Wie nimmt der? Natürlich. Gut gespielt. Natürlich. Because why the fuck not? Naja. Machen wir Enter the Colosseum. Ich weiß gar nicht, wie die Animation davon aussieht. Bestimmt, das ist eine coole Animation, oder?
auch wenn es sagen nur Epic ist. Okay, wo man denn da so viel reingeschmissen hat, ist jetzt eh wurscht. Na, ich hab ein bisschen mehr von erhofft. Von dem Kolosseum. Kolosseum. Yay! Moment, die Daily Quest erfüllt? Ja. Was soll ich sagen? Mittelspannend. Kann ganz witzig sein. Manchmal hat man vielleicht eine lustige Runde, wo man irgendwie in den ersten zwei Runden irgendwie die Super-Mörder-Kombo hat oder irgendwelche geilen Legendaries und dann ist das ganz lustig. Meistens wahrscheinlich dann aber so, dass der Gegner einfach schnell aufgibt. Oder der Gegner hat Super-Legendaries und ich gebe trotzdem nicht auf und verliere dann aber in 4-5 Runden ohne irgendeine Chance. Oder beide quälen sich mit irgendwelchen zufälligen Karten vor sich hin. Ja, von diesen ganz zufälligen Karten Osten, wie die richtige, richtig im Plural heißt. Diese Karten Kaosten bin ich so ein mittlerer Fan von. Aber naja. Ich mache eine kurze Pause, dann gibt es ein Pack-Opening. Ich habe ja wieder einige angesammelt. Und dann gucken wir mal. Also bis gleich.